Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder der Thorsten für euch. Und Cattle and Crops beehrt uns mal wieder mit einem Update in der, ich glaube, es ist immer noch die Tech-Demo. Ich ändere nichts an den Tastaturbelegen. Ich lasse alles so, wie es ist. WASD, um das Fahrzeug zu steuern. Mal gucken, dass ich die eventuell umsetze. Starte Mission. Wollen wir mal schauen. Und mit den Pfeiltasten komme ich ehrlich gesagt ein bisschen besser klar als mit WASD. Das ist mir so ein bisschen suspekt. So, ja, er läuft auch los damit. Das hat er gemacht. Okay, wir sehen, wir sollen säen. Wie immer erstmal den Traktor finden. Landschaftlich immer noch sehr schön. Ah, wir haben den Traktor gefunden. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er immer. Ein schöner Tracker. So, jetzt sollen wir den Tracker natürlich entern. War das nicht mit der Enter-Taste? Shit, wie war denn das? Ah, mit E. Okay. Jetzt sollen wir attach the Corn King. Das ist also der Hammer Corn King. Aha. Wie war das noch gleich? Ah. So, wir hängen das Ding mal dran mit Q. Attach the seeding unit. Das ist das Ding da. Wie sollen wir den denn jetzt da dran kriegen? Wir wollen rückwärts fahren mit dem Geschütz oder was? Das wird lustig. Das wird lustig. Okay. Glaube. Wir müssen noch ein bisschen weiter rum irgendwie, ha? Stehen noch nicht perfekt, oder? Und kriegen wir den jetzt dran? Yeah! So. Jetzt sollen wir das Ding auch noch füllen. Gut, da kannst du jetzt machen, was du willst, mein Junge. Da fahre ich mal vorwärts. Ja, also mit der Steuerung, wie gesagt, das mache ich dann, wenn das Spiel fertig ist, dass ich mir das dann entsprechend einrichte im Moment. Dann werde ich mich auch noch mal genauer mit den Tastaturbelegungen befassen. Oh Gott, was wackelt der? Hallo? Bin gleich auf der Seite. Müssen wir jetzt hier ran? So. Da haben wir wahrscheinlich das gleiche Problem wie beim letzten Mal. Wir sind jetzt in diesen Kreis gefahren, aber wir sind mit unserem Corn King zu weit von den Säcken entfernt, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und mal gucken, wie sich das ändert. Es müsste eigentlich gleich irgendwo so ein Befüllungsding da. Ja, da ist er doch schon. Süße. So, Steuerungstaste gedrückt. Fill Type. Mais. Und starten. Machen wir voll das Ding. So, jetzt sollen wir zum Feld fahren. Die Frage ist jetzt nur, auf welches. Kann man das eigentlich irgendwo sehen? Gibt es sowas wie eine... Ach so, warte mal. Ah, da unten für Blöde ist da unten Navi. War verkehrt rum, das heißt, man muss ein bisschen umdenken.
Eieieiei, das hätte fast die Laterne gekostet. Ja, hübsch stehen bleiben da. Warten, bis Papa vorbei ist mit seinem Trecker, ne? So, ich denke mal, dass das Feld da ist, wo der rote Punkt ist. Da, siehst du? Da ist es auch soweit. So, wie gehen wir denn jetzt hier am besten vor? Wir fahren am besten hier rum, würde ich mal sagen. Tutorial, ja. So, Execute Secure. Was macht er denn jetzt? Jetzt klappt er das Ding erstmal aus. So. Jetzt bemerken wir erstmal, dass wir irgendwie total scheiße stehen. Ich weiß, dass das Feld nicht mehr gehört. Das ist mir jetzt aber gerade mal völlig Rille. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt mit diesem Gerät so anstellen darf oder ob das dann dadurch kaputt geht oder wie auch immer. Kein Landwirt. Das wird noch lustig. So. Genau, jetzt muss das Ding runter. Und jetzt sollen wir säen. Einfach so jetzt. Nichts weiter drücken. Machen wir das mal. Ich fahre wie so ein Bauer, hätte ich bald gesagt. Das Ding wieder hoch. Ah ne. Stecken wir hier unterm Baum. So, lassen wir mal wieder runter. Ich glaube, so macht man das nicht, aber naja, es ist zur Demo. Ich muss mal gucken. Ich muss das mir selber noch angewöhnen. Auch später werde ich das definitiv mit dem Lenkrad steuern und da muss man halt einfach mal gucken. Schönes Gerät eigentlich, oder? So, wir holen mal ein bisschen weiter aus. Vielleicht klappt das dann etwas besser. Oh, mit C bin ich jetzt im Trecker gelandet. Ah, schön, wie der Dreck da so spritzt, ne? Ich glaube, das ist spurtechnisch soweit auch in Ordnung, was wir hier machen. So, jetzt machen wir wieder V. Müssen wir sehen, dass wir hier wieder irgendwie wenden. Schönen großen Wendekreis nehmen. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, will ich meinen, oder? Da
Und dafür, dass wir von nichts eine Ahnung haben. So. Ja, ich bin stolz auf mich. Ja, also wie gesagt, ich bin wirklich gespannt auf das fertige Spiel. Ich glaube, als nächstes kommen dann noch irgendwie Tiere dazu und so weiter. Ich glaube, Mähdrescher wird noch gemacht. Und dann... Moment mal. So. Latt in die falsche Richtung. Aber man muss sagen, hier stehen noch ganz schön Pfützen auf dem Acker, ne? So, da ist die Wiese zu Ende. Nehmen wir das Ganze wieder hoch. Warum steht denn der da jetzt rum? Will der uns bei der Arbeit zuglotzen oder was? Nie mal Landwirt beim Maislegen gesehen, obwohl wahrscheinlich nicht so einen dämlichen wie ich einer bin. So. Jetzt fährt er weiter. Ja, der wollte echt nur gucken, ob wir, keine Ahnung, wer das gewesen ist. Tante Olga oder so. Schon rüber. So. Ich will hier auch gar nicht arbeiten. Mal gucken, ob es bei diesem Demo, bei diesem einen Feld bleibt oder ob wir noch mehr machen müssen. Das wäre dann natürlich auf Dauer langweilig. Ich denke mal, für ein Demo reicht das im Grunde genommen, was hier jetzt gezeigt wird. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das denkt, machen die Gerätschaften ganz guten Eindruck, oder? Maiskernel. Oh, da fährt er schon wieder mit seinem Auto lang. Ist der nächste dazu glotzen. Wieder das siebte Weltwunder. Ja, aber ich kann überall arbeiten. Mann, wie schön der Acker aussieht, wenn wir da drüber gefahren sind, ne? Wie gebügelt.
So, vorletzte Bahn für diesen Acker. Ist das schön hier so. So, wenn jetzt alles richtig läuft und wir nichts ausgelassen haben, dann ist der Acker gleich fertig. So, und er soll wieder zusammengeklappt werden. Drive to Field 10. Warum? Ich will jetzt gar nicht zu Field 10 driven. Soll ja nur eine Demo sein. Die machen den ganzen Scheiß jetzt nochmal, oder was? Naja, kriegen wir hin. So viele Bahnen sind es ja nicht. Cattle and Crops, ja. Tech Demo, genau. Unten steht es doch für Dumme. So, den Nachbarsgarten einmal wenden. So, nächste Bahn. Ich stehe aber auch. Wasser drauf oder Gülle oder was auch immer das ist. Ups. Sind wir doch mit unserem Tracker gegen den Baum gefahren. Naja, Gott sei Dank. Kein Schaden. Ja, mittlerweile bin ich im Übrigen bei 84 Abonnenten angekommen. Irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, wir haben keinen Mais mehr. Da passiert nämlich nichts mehr. Wir gucken mal, ob wir noch welchen holen können. Da fahren wir doch jetzt einfach mal hier rüber. Weil irgendwie scheint mir unser Mais-Dingsbumskirchen da leer zu sein. So, Autos kommt eins. Ja, nicht, nee. Noch hier über die Wiese fahren, genauso einfach.
Landhafter hier irgendwie falsch sind oder so. Naja. Da ist unser Hof. Da müssen wir hin. Eigentlich wären wir ganz dicht dran gewesen, wenn wir uns nicht verfahren hätten, ne? Den Sauerampfer umfahren. Gucken wir mal, ob wir hier... Ja, glatt. Das Ding ist leer. Sagt aber auch keiner was von, ne? So. So die Frage, wo unser Acker gewesen ist. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, auch hier rum. Das Feld hatten wir irgendwie. Da hinten waren wir drauf lange. Genau. Dieses hier war das, ne? Oder? Ist das Feld 10? Keine Ahnung. Dann gleich mit. Ja, offensichtlich ist das der richtige Acker. Hallo Baum. Ja, ich bin etwas schweigsam, weil ich muss mich hier dermaßen drauf konzentrieren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das so alles funktioniert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fasziniert von diesem, ja, wenn auch noch nicht Game, aber Demo. Also ich kann jetzt leider keinen Vergleich zum LS17 anstellen, weil ich den selber nie gespielt habe. Von daher, also das müssen dann andere tun, aber die LS17 spielen, können hier natürlich sehen, was passiert. Ja, ob das irgendwo so der Realität entspricht oder nicht. Ich denke, was besser ist und was nicht, das muss man dann sowieso sehen, wenn das Spiel draußen ist. Ich glaube, es dürfte auch viel auf oder viel Wert auch auf Mods gelegt werden. Ja, hier schön durch Nachbars Garten, das ist was Feines hier.
Ja, also wir bestreuen hier tatsächlich den richtigen Acker. Ja, also Mais legen können wir inzwischen auch. Weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo wir angefangen haben. Weil da vorne, das sieht auch irgendwie schon so, ja, so ein bisschen bearbeitet aus. Da hätte der Idiot auch sehen können, dass der Mais zur Neige geht, beziehungsweise gar keiner mehr drin ist. Sehe ich gerade, dieser orange Balken. Ich will hier auch gar nicht arbeiten. Das will mich nach was ab. Wenn der hier erstmal seine Terrasse gebaut hat, habe ich ein Problem. Dann kann ich hier nämlich nicht mehr wenden. Muss ich die Acker anders befahren. Das war jetzt im höchsten Maße unqualifiziert, auf jeden Fall, ja. Diesen Acker reicht es ja wohl noch, oder? Haben wir hier schon oder haben wir hier nicht? Das sieht echt schon so. Ich sag euch was, das reicht wieder nicht für den letzten Rest hier. Da müssen wir dann gleich noch mal los, wa? Ja, nee, ist klar. V und X. So. Wo ist unser Hof? Fahren einfach mal hier quer durch. Jetzt hängen wir fest. Auch schön. Man fährt ja auch nicht bei anderen Leuten durchs Wohnzimmer, ne?
Den müssen wir ja mal festhalten. Das ist ein Bauzaun da, den können wir gerne mitnehmen, aber nicht das Haus. Warum sind wir eben eigentlich außen rumgefahren? Wir sind so dicht dran. Genau. Jetzt haben wir Omas Besen umgefahren. Mist. Kann warten. So. Hoppala. Und ich befürchte, wir haben irgendwo ein Stück vergessen, weil das wird nicht voll hier. So. Eine kleine Ecke fehlt und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein für diese Folge, weil, wie gesagt, man kann sehen, meiner Meinung nach, wo es hingeht, das Ganze. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung. Also mir persönlich gefällt es als Nicht-Landwirt. Mal hier, diese Ecke, die hatten wir ignoriert, ne? Zu Feld 4 sollen wir fahren. Doch einfach hier über den Acker, oder? Ach nee, das ist ja völlig falsch. Vielleicht stecken wir nämlich hier mit unserer Kartoffelreibe auf dem Acker fest. Sliding auf dem Acker, wie geht das denn? Oh, hier laufen jetzt schon Menschen. Cool. War noch nie so aufgefallen. So, okay, Acker 4. Wir machen die Augen zu, fahren einfach hier mal rüber. Das ist schon unser Lieblingsacker hier. Den sollen wir jetzt auch noch machen, oder was? Ihr habt doch einen Hasch mich. Okay, klappen wir das Ding mal wieder aus. Und fangen mal an. Ich überlege, ob ich das mal irgendwie anders mache. Dass ich hier jetzt so rumfahre. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und ob man das so macht, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Mir war jetzt danach. Das gleiche hier.
Also ich habe ja schon gesagt, also grafisch ist es so, dass ich, na, man weiß, die Entwickler sitzen in Bremen. Also grafisch ist es tatsächlich so, dass für mich diese Landschaft und so, wie die Gebäude sind, dass mich das wirklich an meine Kindheit erinnert. Ja, so schlecht sieht das doch hier gar nicht mal aus, Mensch, so wie wir das hier gemacht haben. Damit wir jetzt die letzte Ecke mitkriegen, bügeln wir einfach mal hier hinten lang. Hier so. So. Dann nehmen wir das ganze Ding hoch. Wenden. Und fahren auf dieser Seite zurück. So, es tut mir leid, dass ich so wenig dazu sage, aber ich bin echt so ein bisschen jetzt konzentriert, sagen wir mal so. Hoppala. Ja, aber auch mit Tastatur lässt es sich echt einigermaßen gut steuern. Das kann man jetzt mal so nicht anders sagen. Das Einzige ist eben, man muss, ich weiß jetzt nicht, wie viel Mal wir jetzt, ich habe das ja so wirklich verdrängt, wie oft wir jetzt schon zum Mais holen gewesen sind. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir das jetzt auch direkt nochmal machen. Und danach soll definitiv Schluss sein für diese Folge. Wir haben gesehen, es funktioniert soweit. Das ist, weil ich das aus meiner Sicht betrachten kann. Steuerung, Mais, komm, mach voll die Hütte hier. Zack. Und dann direkt wieder drauf auf den Acker. Schon mal anpeilen.
ach ja, ach ja. Ich weiß, so macht man das nicht. Aber nun gut. Nee, aber noch ein Feld werde ich mit euch. Oh, was ist das denn jetzt? Wetterdemo? Komme ich hier denn jetzt wieder raus? Aha. Also ich glaube. Das sollte jetzt mal noch eine Wetterdemo hinten dran sein. Und es ist ja nichts abgestürzt oder sowas. Aber besonders vertrauenserweckend sah das nicht mehr aus. Ja, Mensch, dann haben wir das ja soweit gut hinbekommen. Also noch mehr sehen wir nicht. Hier haben wir noch den Düngertank stehen. Ich muss mal gucken, wie man den Trecker überhaupt auskriegt. Ich lasse ihn immer laufen. Okay, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal bei Cattle and Crops und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.